Was lag da? Eine Wurfaxt. Au! Ja, ich habe mich gerade selber mit einer Axt beworfen. So, hier runter. Erstmal den Sack angucken. Der Sack hier hat Potion of Vitality. Potion of Vitality. Du hast die wenigste Energy von allen, gell? Ja. Erhöht Vitality auch die Dings? Nö. Hier im Vordergrund, ihr habt eigentlich genug Vitality. Du hast 19 und du hast 20. Er hat 21. Also kriegst du mal Vitality. So. Und dann können wir ja hier mal reingucken. Und wenn es gefährlich ist, ziehen wir uns einfach wieder zurück. Ich sehe schon, wo das hinführt, oder? In ein Secret? Hallo Secret Garden. Hallo erstmal Lockpicks. 4 Stück haben wir mittlerweile schon. Fisch. Hey cool, wir können fischen hier. Wow, 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 wow. Wir haben gerade Fische auf... Okay, so kommen wir auch an Essen. Pack die mal dazu rein. Darfst du auch mal einen Sack mit Fisch und so mit dir rumschleppen. Und das Do Not Disturb, das lassen wir mal draußen. So, da ist was dazwischen. Jetzt gucken wir erstmal Untergrund uns die inneren Dinger nach Knöpfe an. So, da ist nichts. Hier ist eine Heilpflanze. Da ist auch nichts. Schlüssel. Ein Fisch. Das ist eine Armbrust. Okay. GS Expo. Und ich nehme mal nicht an, dass hier irgendwo ein goldener Schlüssel rumliegt. Auf dem Boden. Den müsste man ja eigentlich glänzen sehen. Nö. Oh, und sie sollte mal was essen. Auch wenn das ja eigentlich bei ihr wegen dem Amulett unnötig ist. So. So und hoch. 25 Schaden. Ja, tu mich auch. Stimmt eigentlich, wo ist der Hochgang nach Süden? Achso, stimmt ja, der war da hinten. Also hier ist das nicht stören. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz den Umweg zurück zu dem Kristall. Da muss ich hier hinten über die Brücke speichern dem Kristall. Dann öffnen wir mal von hier, von dort aus die ganzen Türen. Gucken, was sonst noch so aufgeht dabei. So, hier hoch. Wenn nämlich die Feuerelementare da wieder rauskommen, ist das doof. Norden. Und ja, hier ist auch so ein schöner Brunnen.
Die Frau wird wahrscheinlich einfach nur Deko sein. Das wird ist hoffentlich keine wichtige Persönlichkeit. Ja. Und dann können wir den Hamlet langsam hinter uns lassen. Oh, Schildkrötenfleisch. Hat wer Hunger? Sie. Was ist mit dir? Du hast auch noch ein bisschen Hunger. So, dann tu da doch mal noch mehr Zeug rein. So. Dann sage ich jetzt mal... Komm. New Save. LP058. Gut. Und dann geht's jetzt in die Sewers. Rein. Da gucken wir mal, was hier alles so aufgeht. Außer den Giftspuckern. Das ist nicht aufgegangen. Das auch nicht. Okay. Und das hier auch nicht. Das bedeutet, das Gebiet da muss irgendwie anders zugänglich sein. Und das ist auch nicht aufgegangen. Okay. Naja. Jetzt haben wir wenigstens schon mal die Verbindung offen. Dass wir hier schneller unterirdisch vorankommen können. Wir können jetzt mal Licht zaubern. Da runtergehen und uns das ansehen. Ja, hier wären die Insekten. Gehen wir mal kurz hier hoch, dass ich wenigstens einigermaßen weiß, wo der Weg nach oben ist. So. Nämlich. Dum, dum, dum. Und dann wäre hier der Rattenboss. Okay. Wow. Das ist nicht so toll. Aber er scheint schon mal nicht viel auszuhalten. Im Zweifel einfach den töten, von dem wir aus am besten wegkommen. So. Ja, da kommt schon der nächste. Die lauern da einfach mal. Toll, der Rattling-Boss nimmt auch Schaden. Dadurch, dass ich seine Minions töte. Okay, wir haben für beide einen großen Trank. So. Weg, weg, weg. Wow, der Schuss war gut. Das war nicht so gut. Du trink das Ding. Du trink den großen. Wow. Okay, der dicke Rattling-Boss, der hat es in sich. So, wir haben alles von ihm getötet, außer ihn selber. Wow. Wow. Autsch. Nein, das will ich nicht. Kanonenkugel. Au.
als sie die Fresse kriegen. Bei einem Boss lasse ich keinen sterben. Das ist definitiv. Weil die Erfahrungspunkte, die ich dadurch kriege, sind dann verloren. Ich mache da lieber was anderes. Ich pfeife mir Rage Potions rein. Wobei, die haben, glaube ich, irgendwelche negativen Effekte. Also ja, es ist gerade sowieso blöd gelaufen. Weil ich, nicht nur, weil ich mich jetzt habe töten lassen. Auch weil ich aus Versehen auf die Karte gelandet bin. So, danke dafür. Da können wir hier im Süden raus. Ihr habt jeweils, gib mal ihr einen Heiltrank zur Sicherheit. So, darüber. Dass ich aus Versehen auf die Karte gekommen bin, da wollte ich eigentlich gar nicht drauf. Wow. Genau. Hallo Ratten. Wow, nein. Nicht schon wieder in eine Ecke drängen lassen, wollte ich eigentlich sagen. Du hast wieder die falsche Waffe in der Hand. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war die falsche Ecke. Und ja, der Typ braucht immer wieder Zeit zum Nachladen. Das kann man fast schon ausnutzen. Aber trotzdem sollte ich mich nicht zuerst mit ihm anlegen. Ich sollte erst das ganze Kleinvieh um ihn herum töten. Und mich dabei nicht unbedingt in die hinterste Ecke drängen lassen. So, so, so. Schießt ihr Giftschleudern? So, darum. Ich bin fast schon gewillt, lieber mit der Knarre zu schießen, als zu zaubern. So. Wow. Und ich stehe schon wieder in der Ecke. Das ist nicht gut. Okay, es kommen zum Glück die beiden. So. Du bist noch nicht aufgeladen. So, erstmal den wegmachen. Jetzt kommt der Big Boss. Und hat meinen Magier gekillt. Und jetzt hat er meinen zweiten Kämpfer gekillt. Nicht einfach, der Boss. Nicht einfach. Aber er ist machbar. Ich brauche aber auf jeden Fall meine komplette Truppe gegen ihn. Wenigstens weiß ich mittlerweile fast schon den Weg zu ihm auswendig. So. Giftschuss, Giftschuss. So. Euch gebe ich mal Rage Potions. Könnt ihr die einwerfen?
Das dürfte wenigstens ein bisschen helfen, nur du solltest deine ordentliche Waffe benutzen.